Und weiter geht es mit der Paartherapie mit Wirt, mit mir und mit It Takes Two. Viel Spaß mit euch. Hallo, willkommen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres kleinen Let's Plays mit Wirt, mit mir, natürlich auch mit euch und... Mit wem noch? Mit dem Ende des Spiels. Mit dem Ende des Spiels? Ich sag's jetzt. Ich sag's und Dr. Hakim! Yeah, love is all you need! Ich bin versucht, ein Vote zu starten, ob wir die Cutscenes ab jetzt immer skippen sollen oder nicht. Nein, ich würde schon zu Ende schauen. Na gut, wir gucken mal ganz kurz ein Spiel und schauen, was wir hier gemacht haben. Ich glaube, wir sind mit dem Bossfight das letzte Mal weggegangen, oder? Stimmt, wir haben den Boss besiegt. Jetzt erinnere ich mich, ja. Okay, dann geht's hier direkt weiter zum Greenhouse. Aber ja, wir gehen ins Spa, so war das. Jetzt ein Spa. Lass es uns gut gehen. This looks super cozy. I wonder if I can get a massage. Oh, guck dir das mal an! Okay. Raupenmassage. Oh, I would kill for a foot rub. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen cool. Das ist, glaube ich, eine versteckte Area. Das ist sehr, sehr cool. Hier kann man meditieren. Meditieren. In and out. Ich guck mal, was hier ist. Wir sind Schmetterling. Ist das hier die Shisha-Lounge? Oh mein Gott! Okay, das ist eigentlich creepy. What the fuck, ist die das, was ich fressen möchte? Ja. Oh, das macht Liebe mit mir. Ja, ja, genau die Stelle. What the fuck? Oh, warte, warte. Ah, ja. What the fuck? My hinges are so stiff. Okay. Und die anderen Boys, Girls? Schmetterlinge? Nee, nix. Ach du Scheiße, was ist das denn? Aber die Kinder arbeiten mit? Du musst die Schuhe ausziehen. Du hast gar keine Schuhe an. Und du hast Schuhe an. Ich hab keine Schuhe an. Ich hab Schuhe an. Ich bin hier der Hobo. Oh, but I love it anyway. Oh yes, please don't stop. Ah, foot massage is my favorite. Gott. Hast du mal hier so von Fischen dir die Füße anklammern lassen? I feel like I'm floating. Nee, hab ich nicht. Das ist ziemlich geil. Hast du das mal gemacht? Hab ich in Japan gemacht. Als wir in diesem Spa waren. Richtig geil. What's off, thoughts? Ich glaube, bei mir waren sehr viele Schuppen dran oder was auch immer. Ja, ich darf da leider nicht rein. Oh nein, wieso denn das? Ich habe halt auf meinem Rücken komplett Yakuza-Tattoos. Wusstest du das nicht? Hast einen riesen Keufisch auf deinem Rücken. Okay, ich glaube, wir haben ja alles gesehen, ich, oder? Ich frage mich, was es hier noch gibt. Also, ja, ist schön, nett ist gewesen. Es ist nur eine kleine Secret Area mehr. Secret Area? Na gut. Okay, let's go. Aha. Ja, schaffen wir es heute? Was sagt der Chat? Schaffen wir es heute? Chat? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange wir noch brauchen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss es nicht zum Explodieren bringen oder so? Hä, hey, Moment mal. Okay, das war's. Wie greife ich denn nochmal mit meiner Sichel an nachher? Nett. Das fühlt sich gut an. Nee, glaub ich nicht. Nee, glaub nicht. Nee. Na gut. Eins. Yes, it did. Do you recognize that plant? No, no, I didn't plant that. Are you sure? I didn't plant that. What about the first flower you planted in the greenhouse?
Und wurde schon wieder vergessen? You mean Joy? Pflanzen haben Namen? Is that Joy? Natürlich. I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, ich habe einen kleinen Bambus bei mir zu Hause, den nenne ich Bambini. Wie nennst du ihn? Bambini. Bambini? Ja. Oh, Cody. Habe ich voll gerne. Habe ich vor 3 Jahren oder so gekauft, als ich eingezogen bin. Ist das so ein kleines? Ist so ein Riesenvieh geworden. Dann ist es kein Bonsai. Kein Bonsai, ein Bambus. Ein Bambus. So ein Ikea-Bambus. Hm? So ein Ikea-Bambus. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. So, come on then. Ich glaube, die wachsen auch recht schnell, diese Bambusdinger, die du bei Ikea kaufst. Auch. Ich habe den meinen habe ich, glaube ich, hier bei der grünen Flora. Das ist schon so. Ich bin nicht mehr sicher. I think I've got the knack for it by now. Yeah, you do. Thank you for helping me out. It's actually quite rewarding. I know, right? Ich bin wirklich echt beeindruckt, immer wieder. Oh, okay. Wie schön dieses Spiel aussieht. Also dafür, dass wir das im Koop spielen. Ja, deswegen, ich glaube auch nicht, dass es jemals dann für die Switch erscheinen wird, weil... Ja, ich glaube, wenn, dann als Streaming. Game, wie jetzt die Kingdom Hearts-Reihe. Ja. Die Ilias und ich natürlich auch gestern gesehen haben, bei der Präsentation ganz kurz. Und sehr enttäuscht waren, dass Sora angekündigt wurde. Freuen uns natürlich für alle, die sich darüber freuen. Du bist kurz richtig ausgerastet. Hm? Du bist kurz richtig ausgerastet. Ja, weil ich dachte erstmal so, oh mein Gott, ist es nicht dein Ernst? Ist das dann ein Bonfire? Und du auch so, oh mein Gott, das ist ein Bonfire! Und ich dann, hab halt gedacht, dass der Dark Souls Ritter als... Ey, ich dachte, erst noch Solaire wird da angekündigt oder so. Ja, ist Solaire nicht eine Trophy oder so? Kann das sein? Das weiß ich gar nicht. Deswegen habe ich den eigentlich ausgeschlossen. Ich hab gedacht, das ist der Dark Souls Ritter, der... Ja, aber so einfach nur Dark Souls Ritter, es gibt... Der ikonischste ist ja, dass ich Solaire und... Naja. Naja, es wurde ja schon hingewiesen, dass es eventuell Sora sein kann, aber man hofft natürlich immer auf andere Charaktere. Aber also ich habe mir jetzt am Abend. Es gibt ein Amiibo von Solaire. Es gibt ein Amiibo von Solaire. Genau. Ich habe mir am Abend die Gameplay-Präsentation angesehen und ich fand es echt cool. Also sein Moveset finde ich interessant. Ja. Ich kann tatsächlich nichts machen, außer den Kumpel da festhalten. Okay. Mit meinem Rankenhieb. Aber dafür musst du alle anderen K.O. hauen, weil... Ich mach. So, jetzt kann sie ihn K.O. Okay, ich kann mal. Hau Stumpfi kaputt. Kennst du noch Stumpf? Von den Biberbrüdern? Scheiße. Der gute alte Stumpf. Jetzt. Sweet. Okay. Guter Effekt. Oh, nochmal? Uno Mas? Oh, ich muss wieder loslassen. Alles gut, ich mach erstmal die kleinen platt. Ja, mach mal die kleinen platt. Okay, es kommen immer mehr. Ich ja, deswegen musst du den großen kaputt hauen. Aber der muss loslassen. Ich konnte nicht. Jetzt. Muss loslassen. Guck hier, Schaden. Alter. Ja. Oh Mann, das sind ziemlich viele mittlerweile. Ja. Ich muss ein bisschen. Hier. Ich komme. Schlag zu! Muss es Bescheid sagen. Okay. Ich kümmere mich immer um die Kleinen. Okay. Out, mach den Dicken. Boah, shit, das mich hat's erwischt. Lauf weg. Oder müssen wir einfach weiterlaufen? Nee, geht gar nicht. Die Area ist zu. Warte, ich halte ihn fest. Ja, hab ihn. Hau den Dicken. Sweet. Krankenhieb. Okay. Hui. Looks like a dead end.
It is. Hey, I know. Die ist aber süß. Jetzt kommt die Szene. Come on, come on, you can come out. The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Ich trau keiner Spinne mehr im Videospielen. Oh, die ist aber wirklich süß. Can we hitch a lift? We need to get over there. A ride to the other side? All right. Scheiße, sie ist wirklich süß. Mhm. Okay. I didn't know you were a spider whisperer. I just know my garden. It's for you, May. Oh, thanks, Cody. What about you? We'll find another one. A what? Let's go. Los, komm. What the fuck? Okay. This spider's really soft and comfy. Hä? Was muss ich hier machen? Okay, I'll look around. Was muss ich machen? Da kannst du was machen. Puste Blumen wird. Nope, nope, nope. Dead. Okay. Muss mit der Puste Blumen irgendwo hin. Aber wohin? Herr Löwenson, was macht der hier? Hä, was ist diese Fähigkeit? Kannst du wieder was einsetzen? Nee. Erinnere mich an den Käfertanz aus Adventure Time. Kannst du mich hochpusten? Ah, bestimmt. Moment. Aber ich kann nichts machen. Ich habe hier so eine Trichterfunktion. Ja. Aber. Probieren wir nochmal. Nee. Kannst du hier hoch? Ich kann hier hoch. Hm. Ah, okay. Du sorgst dafür, dass die Dinger hier angekurbelt werden. Aber okay. Was macht deine Trichterfunktion? Das ist die wichtige Frage. Du kannst jetzt links wieder runter, weil ich da auf der anderen Seite bin. Okay. Aber was macht die andere? Guck gleich mal. Spider, you're free to go. Ah, looks like they know each other. Yeah. Oh, thanks. Okay. So you're some pot racer. They really are all fuzzy. I'm glad we found one for you. Ah, jetzt. Spider through our own garden. Ja, ja, geil. Gefällt mir. Nice. Das ist eine nette Idee. Bringt natürlich eine komplett neue Perspektive damit. Hättest du gerne eine Spinne als Haustier? Ich habe sogar gerade eine. Auf meinem Balkon hat sich eine Spinne so ein riesiges Netz gebaut und die wird von Tag zu Tag größer. Und ich traue mich nicht mal auf meinen Balkon. Das ist keine Lüge, das meine ich wirklich ernst. Das ist ein bisschen traurig und lustig zugleich. Aber die Spinne. Aber was geil ist, die Spinne sorgt aktuell dafür,
dass keine Mücken mehr in mein Wohnzimmer reinkommen. Ich wollte gerade sagen. Das ist die perfekte Symbiose. Ja, aber du lebst in Angst und Schrecken, ein bisschen. Naja, ich habe mich mittlerweile an sie gewöhnt, ein bisschen. Hm, ja. Nicht ins Wasser, ne? Bist du ins Wasser gefallen? Wir wollten es ausprobieren. Ich wollte es doch testen. Ich weiß. Du hast mich nur nervt. Oh. Es klappt. Ich finde das gerade mega witzig. Ne. Oh, das sieht nach einer Falle aus. Nein? Warte, da muss ich helfen. Rankenhieb! Ey, Metroid Red hat gerade richtig krasse Bewertung, ne? Mhm. Mega gespannt. Das wird ziemlich gut bewertet. Vor allem, weil ich hier gerade Super Metroid spiele und denke so, wow. Ich glaube, ich bin warm gespielt dadurch. Ja? Ja. Die Steuerung von Super Metroid ist aber die Hölle. Also, ich bin froh, wenn neue Komfortfunktionen reinkommen mit. Wow. Mit Metroid Dread. Mehr Tasten sind da echt hilfreich. Du bist ja am Montag auch im Game Talk, ne? Ja, genau. Können wir nochmal in aller Ausführlichkeit darüber sprechen? Das ist gut. Ich. Gerade habe ich Metroid. Ich glaube, ich habe Metroid Dread sogar auch gekauft. Hm? Ich glaube, ich habe Metroid Dread eben noch gekauft. Ich muss gerade über. Ist vorbestellt oder was? Ja. Mhm. Normalerweise kein Pre-Order, aber da ich jetzt gesehen habe, oh, die Wertungen sind alle gut. Machen mir auch keine Gedanken. Ich glaube, du musst mir helfen. Ja. Komm hier nicht rein. Das glaube ich auch. Du musst spritzen mit deinem Wasser. Mhm. Gut. Alter, jetzt ist Mario Sunshine. Im Koop. Das ist ja dein Mario-Spiel. Mhm. So, ich glaube, jetzt musst du mir helfen. Aber noch nicht, Moment. Let's see. Jetzt. Ja, ja. Kommst du rüber? Du musst dieses Rad drehen. Ja, ich überlege gerade. Was kannst du denn machen? Weiß es nicht. Oder? Kann es sein, dass ich das mit Wasser irgendwie. Ja, ich muss ja irgendwo Rankenhieb einsetzen. Da. Wo? Hier. Da. Ach, da, ja. Oh. Jetzt kannst du hoch. There you go. Nice. Thank you for the ride again, Spider. Thank you for the ride again, Spider. Ist dieses Spiel, das ist richtig verrückt einfach. Es gibt eine Brown Widow? Oh, I get it. She's their mom. Oh, what a cute family. Yeah, it depends how you define cute. In this species, the wife kills the husband. Ah, that's probably why they're so happy then. Good one. Oh, thanks, Miss. Come on, Cody. Let's go. Da muss man nachgoogeln, warum Gottesanbeter sich gegenseitig umbringen, beziehungsweise die Weibchen die Männchen umbringen. Sie opfern sich. Bei der Begattung. Sie opfern sich. Ja, aber warum? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Damit die Spezies weiterleben kann. Damit die Lady was zu essen hat.
kurz nach dem Kultus. Bisschen Knabberei. Also denk dran, Kühlschrank immer voll haben. Oh boy! Hast du bei Hollow Knight bis zu den Gottesanbetern gespielt? Ich glaube schon, ja. Hast du die... Wenn du mich jetzt irgendwas fragst, ich kann... Die Bosse, also die drei Bosse besiegt? Also in der Arena? Das war die Arena, oder? Ja. Ja. Die hatte das, was letzte Woche mich erinnern kann. Da war, das war ja diese Stadt. Genau, wenn du nämlich die Gottesanbeter, die Fürsten besiegst, glaube ich, heißen die, und du nochmal durch diese Stadt gehst, greift dich kein Gottesanbeter mehr an, sondern die verbeugen sich so. Weil sie Respekt. Das ist so ein geiler Moment, wenn du das erste Mal erlebst. Kann ich irgendwo hier festklammern? Da! Oh. Kill it! Weil du gezeigt hast, dass du jetzt der Chef bist. Shit. Okay, ich kann nicht so viel machen gerade. Ja, ich muss die Dinger runterziehen. Das Problem ist, da sind mehrere. Erstmal die Kleinen tot kriegen. Und jetzt... Get over here! Da ist unten. Die Mantis Lords, genau, danke euch. Du hast ihn nicht angegriffen, du hast in den Chat geschaut. Ja, Elias, notice me. Musst du kurz den Chat appreciate. Come here. Den Chat appreciate. Ja. Boing. Ja, Hollow Knight werde ich auch immer noch mal anfangen. Also, ich muss es komplett von vorn spielen. Es hilft halt einfach nicht, sich einfach durchzuirren. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Marker sind. Oh. Jetzt sind wir bei Plants vs. Zombies. Okay, du musst sie abhalten, während ich hier das fülle. Ja, ja. Okay, so funktioniert's nicht. Typische Call of Duty. Get them away from me, Cody! So. Es gibt immer irgendeine MG-Sektion beim Call of Duty. Nice, okay. Got it? Okay. Thanks for having my back. Hey, boy, komm mal zurück. Fair enough. That was pretty fun. Rechner explodiert gleich hier. It smells moldy. Yeah. Humid down here. Was ist das? Maulwurf. Ein Nacktmulch? Maulwurf. Der Nacktmulch. Ich kenne ihn wirklich nur aus Impossible. Didn't attack us, so it's probably friendly. I hope you're right. Was ist das? Hülsen? Ja. So Haselnüsse. Ja. Oh boy. Durch? Ein Tausendfüßler. Oh, das ist creepy, Mann. Okay, das ist geil. Er ist trotzdem eklig, Mann. Nice. Oh shit.
no. The moles. The moles? Yeah, I told you, they ruined my garden. I thought I got rid of them. Clearly you didn't. Clearly. Okay, they're asleep. Just don't wake them up. We have to get past them. If we wake them, we're doomed. Shh, shh, just relax, okay? Move carefully. Oh, 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 Metal Gear, oh, Mann, Metal Gear, Mann! Oh, wie kann man nochmal... Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Sneaky, Charlie. Alter, sieht aber schon geil aus. Fetter, fetter Maulwurf. Oh, ja, ist nicht gut. Man darf nicht auf die Haselnüsse treten. Die haben ganz schön viel gefuttert anscheinend. Du bist die ganze Zeit am Rennen, weshalb ich nicht rennen kann. Das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich. Jetzt können wir rennen. Okay, das war cool. Das war cool. Die Maulwürfe sahen echt gut aus. Aber die kommen wieder. Hey Cody, I'm glad you want to take care of the garden again. I really want to get rid of all these pests and infections. Ihr werdet doch alles verkaufen. Ihr lasst euch scheiden, Leute. Let's keep going then. Oh ja. Was bin ich jetzt? Wow, look at you. You look so. Bist du sowas wie Moos? Ja, ich sorge dafür, dass du keine Geräusche machst. Okay, nice. Better keep that sickle away. Das ist ja richtig cool. Das ist ein bisschen wie Kent Dreyfuss. Careful, Cody. Voll die gute Idee. I'm super careful. You're the one who isn't a sneaky bush. Ich bin eins mit der Erde. Mega gut. Wie viele Maulwürfe hier auch einfach sind. Aufpassen, nein. Alter, hab ich voll gerotzt. Oh, das macht Geräusche, das ist laut, Mann. Easy, easy, easy. Ja, 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 ja. Oh, wir gehen links rum. Wir gehen links rum. Oh, look at all of them. They're ruining my garden with their tunnels. Shh. Save it for later, Cody. Moment, Moment. Ich glaube, du kannst hier links hoch. Ne, ich muss hier hoch. Okay, geh mal hier hoch. Da, wo ich hinschaue. Ilias. Hä? Da, wo ich hinschaue. Kannst du da hoch? Guck mal, meine. Ja, ja. Nö. Geht nicht, ne? Nö. Okay. Dann. Ich spritzte Wasser. Und was ist was passiert? Kommt irgendwas runter. Jetzt für dich kannst du den Rankenhieb einsetzen. Wo ist der denn? Ich sehe es ja gar nicht. Da oben. Ja, ich kann den nicht einsetzen, ich bin ein Busch. Das stimmt. Ich drück mal B. Nee, passiert nicht. Lass mal zurück. Okay. Vielleicht sehen wir hier ja was. Auf den Pilz springen? Kannst du das? Ja, bestimmt. Naja, aber... Mir bringt das nichts. Ich muss mich irgendwo zurückverwandeln. Warte, ich kann einfach... Guck dir mal diesen Zwerg da an. Holy shit, ey. Also, ich kann einfach durch. Ich guck mal, vielleicht ist hier am Ende was. Nee. Kann man vielleicht hier so zurückspringen? Nee.
Kannst du deinen Haken da nicht einsetzen? Nee, das war eigentlich immer so eine... Der ist ein Rankenhieb, ich weiß. Nee. Oh, oh. Nee, die Sichel kann ich nur für den Nahkampf einsetzen, glaube ich. Ja, das ist eigentlich meine Fähigkeit. Aber ich kann hier nichts machen. Vielleicht muss ich sie wecken, indem ich einmal auf die springe. Oh boy. Spritze die mit Wasser voll. So viel dazu. Ja, okay. Gut, dass wir an der gleichen Stelle sind. Nee, ist eine andere Stelle, oder? Hä? Ach so, ja, wir sind ein bisschen weiter zurück. Ja, ein bisschen nach links. Irgendwo muss ich mich zurückverwandeln können. Weil ich muss mich da mit dem Haken rüber machen. Kannst du hier rechts hoch beim Pilz und von dort aus auf das Wasser schießen. Mit der Blume auf das Wasser. Und ich suche in der Zwischenzeit eine Möglichkeit, mich zurückzuverwandeln. Ah, du kannst einfach drüber, drunter, glaube ich. Ja, ich kann drunter, aber was mit dir? Ja, dann lass mich erstmal zurück und guck, ob du dich irgendwo zurückverwandeln kannst. Fein. Also es ist noch ein weiter Weg. Echt? Okay. Ja. Also, ich glaube nicht, dass ich das hier ohne dich machen soll. Hä, aber das ist komisch. Eas muss rüberschwingen und wird ihn auffangen. Ah, hier. Aha. Du bist es doch. Stark, Chat. Danke euch. Danke euch. Ja, ich hab ganz vergessen, dass wir so einen Enterhaken haben. Wir spielen es auch nur einmal die Woche, deswegen vergessen wir es schnell. Achtung, Achtung. Warte, komm, warte. Jetzt komm. Jetzt. Uiuiuiui. Ja, das war knapp. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Moos verlassen. Sehr gut. Guck mal, hier ist so ein Blümchen. Obwohl, ich bin wieder eine Lehmfigur. We made it. There's another purple plant. Time to do what we do best. Let's go. Zerstören. Slice and dice. Kein Volldamage, gefällt mir. Oh no. Oh, Crash Bandicoot. Oh oh. Das ist eindeutig Crash Bandicoot. Ja. Müssen noch die Kisten einsammeln. Natürlich geht's mit dem nächsten weiter. Oh oh. Das ist aber schon geil inszeniert. Geil, jetzt ist es nie Automata. Okay, das ist sehr, sehr gut gemacht. Komm, die Kristalle her. Es ist. Ist geil, ne? Sehr gut gemacht, auch mit den ganzen Maulwürfen. Vorne im Hintergrund. Ja, ich glaube, das war der Punkt, wo einige Leute sich dann getrennt haben. Oh,
Are you okay, mate? Yeah. Let's get out of here while we're alive. Nicht gut. Ich kenne kein Videospiel, wo Maulwürfe so cool dargestellt werden. Ja, das ist echt geil, Mann. Das hat so ein bisschen Metal Gear Humor fast. Alter. Diese Flucht ist aber auch gut inszeniert. Nein! Woman! Ach, da bist du wieder. Alter! Wo komm... The fuck? Wir müssen in die Mitte, wir müssen hier dazwischen. Oh. Das ist so dumm. Und auch so gut. Es geht weiter. Hier bin ich, schreibt, jetzt geht Metroid Dread das richtig los. Funny. Dreipunktlandung, sehr schön. Jetzt kommt Frösche. Yo, Chief, where to, huh? What? Excuse me? Oh, you're blind, read the sign. Oh, great. Geil. Hammer. We don't go there, bad neighborhood. Liebe das. They have no culture. Yeah, that purple crap has destroyed everything. Farthest we go is the golden Schildkröten farm. Mit Panzer. How much? Fixpreis ab Francis, wie lang they each? Got yourself a deal. Okay, there you go. Oh, God, that is disgusting. Hey, hold it, big boy. My back is killing me today. Hey, you take the fat one. Hey, I'm right here. You should do yoga, not me. Das ist shaming. Ja, aber schon witzig. Playboy. Ey, was für ein Akzent ist das? Hey, wooden doll, over here. Hop on. Love it. Sehr schön. My back is killing me. You take the bad boy. Namaste. Alter, ey, wie... Jetzt übertreibt das Spiel mit seiner Kreativität schon fast. Das ist jetzt so ein bisschen Mario Odyssey. Ja. You see this purple? It's such a ugly color. You have the blue taste with American people. No, 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 wait, I didn't plant that. I'm here to get rid of it. Tidy it all up. Tidy up this purple crap. Hey. All right, all right. Bronzefrosch, Eddie Murphy. Das ist ein altes Esel. Yes, it's terrible. Donkey. But we're here to buy the sauce and clean it up. Hang on. Oh, wir sind zu schwer. Oh shit. Ah. How you doing back there? Good, thank you. How you doing back there? What I imagined. Yeah, the best ride in this car. You doing okay, boy? Jeez. Man spielt hier gerade eigentlich Frogger. Oh, hier mit den Seerosen. Oh, sweet. Nee, 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 du musst auf die andere. Also auf die andere? Ah, sehr gut. I see. Close. That was really cool.
with all this purple crap. I don't like it. It's not a sophisticated color. Yeah. That stuff is ugly. So, ich glaube, hier musst du was machen, oder? Absteigen. Okay, end of the ride. Yes. That's it. We're here. Ich kann nicht absteigen. Ups, Hölle. Ich liebe es halt einfach, in diesem Spiel Tiere dargestellt werden. Richtig geil. Ah, okay. Warte, lass mal los. Ich spring rauf und dann musst du... Warte. Ich sag dir Bescheid. Und jetzt! Ich komm nicht rüber. Du hast auch nicht gespritzt. Na gut. Vielleicht mit dem Frosch. Ich glaube, ich muss mit dem Frosch darüber. Ja. Na genau. Komm. Ah. Hä? Ja, musst du gedrückt halten. Okay. Jetzt den anderen. Next. 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 Weiter. Got it. Oh, no, you can get off now. Oh, that's it? Ah, you're heavy. Get off now. Okay, okay. Oh. Aber da eben. Ich glaube, jetzt muss es gehen, oder? Jetzt muss. Ja, jetzt kommst du auch mit dem Frosch rüber. Oder? Ich habe keinen Frosch hier. Musst du nochmal machen. Okay. Ah, das geht automatisch jetzt. Against the infection. The garden's looking vibrant. Geh schon mal vor. Yeah. Mhm. Oh, I forgot what it was like in its prime. We've still got some infection left, though. That's right. We still have some weeds to wet. Ich glaube, nach dem hier müssen wir dann immer noch eine Sektion machen, bis wir dann alle. Get out of here, purple crap. Oh, alle Puzzleteile haben. Es waren ja vier oder vier Seiten, waren das so, ne? Ach du Scheiße, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Was ist nicht mehr Karte, Bild? Schieß mich tot. Boah, ja. Wir haben echt noch gut was vor uns. Mhm. Deswegen schreiben einige Leute auch zurecht, glaube ich. Nee, seid ihr noch nicht durch. Boing. Aber du, gerade hält es sich noch ganz gut. Ja. Ja, also ich langweile mich überhaupt nicht bei dem Spiel, was mega abwechslungsreich ist und auch cool inszeniert alles. Finish! Okay. Ein Schneckenrennen. Nein. Halten, zusammendrücken, zielen. Hä? Okay. Egal, wir werden was probieren. Steady, slow. Oh nein! Nein! Okay, verloren. Snail Drift. Nein! 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 Du wirst auch Fehler machen und dann schlage ich zu. Nee, dann mache ich auch Fehler. Nein! Jetzt geh. Okay. Revanche? Einmal noch. Okay. Don't blame me if the lock stings. Don't blame me.
Nein. No props. Ey! Das war richtig gemein! Ja, ich bin der Hamilton des Schneckenrenns, Mann. Du hast mich richtig ekelhaft abgeschnitten. Ja, ich sag doch, ich bin der Hamilton des Schneckenrenns. Oh shit. Oh shit. Richtig unfair. Richtig unfair einfach. Ja. Mario Kart Live Circuit all over again. Weiß, hab ich keinen Bock mehr. Okay, wir müssen unsere Therapie fortführen. Nicht ohne Grund. Made it to the greenhouse. Now just to get up to that window. Jetzt bin ich ein Pilz. Sweet. Wow. Okay. Hä? Okay. Ich muss die gelben mal laden. Ganz gelb, ja. So, dann die roten. Ah, okay. Muss dann immer abwechseln. Jetzt gelb wieder. Jetzt blau. Rot. Blau. Oh nein! Ich bin dumm. Ich bin dumm, ich bin runtergefallen. Hast gesehen. Gelb. Ah, rot. Ja, danke. Bleib bei rot. Jetzt mal blau. Rot. Dankeschön. Auch wieder lustige Idee. Mhm. Ey, ich glaube, das ist sogar noch stärkeres Koop-Spiel als Portal. Ich sag's jetzt einfach. Ich sag's jetzt. Portal lebt mittlerweile von der Mod-Community. Das ist das beste Koop-Spiel. Ja. Ich sag's jetzt. Aber sagen wir es einfach so. GLaDOS ist immer noch besser als Dr. Hakim. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Dr. Hakim! Hey, May! Got some more purple gunk here. Huch! Da darfst du auch nicht rein. Ach so, ich hab gedacht, das ist so eine lila Fliese. Kannst du da. Ja. Mit Wasser. Ah, that's much better. Ja, ja. Mach mal alles sauber, Mario. Ich komm mir vor wie ein Splatoon, stell dir. Hey, Delfino, Mann! Dum 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 dum. Funny. Wow. It's really magical watching you make all that grow. Thanks, May. You see? Ich lass es leben. This is why I love gardening. This is süß. Look out, May! More creepy critters! Yeah. I'm ready to shred them up! Yeah. Hey! Get out! Shit! Boah! Ja, sind zu viel versucht zu helfen. Das war zu viel, das Whip gut. Whip it! Whip it good! Komm! Nein! Oh! I don't feel so good. Jetzt! Ich komme. Sorry, sorry. Alles gut. Jetzt! Jetzt! Sweet. And that's how you do it! Dieses Jahr gibt's auch nicht viel Konkurrenz. Fällt mir echt schwer, dies hier eine Top 10 zu machen. Auf meine Platz 1 ist gerade Sable. Sable Rider. Nö. Jetzt muss ich nochmal durchgehen, was ich erst gezockt habe dieses Jahr, was erschienen ist. Oh.
Strom, Wärme, Wasser. Okay, es ist warm, sehr warm. Ah, warte. Guck mal, hier ist auch noch was. Ah ja. Das sieht nach einem Job für dich aus. Einmal sauber machen. Was meinst du? Hier, oben. Hier oben im Gang. Was muss ich da machen? Naja, das ist wieder lila Grütze. Lila Grütze? Mhm. Die habe ich ja am liebsten. Hast du Dune eigentlich mittlerweile gesehen? Ja, habe ich. Und? Ich mache mir keine Freunde, wenn ich was hier sage. Hä? Ich mache mir, glaube ich, keine Freunde, wenn ich hier sage, ich fand den okay. Der ist gut, aber... Warum? Ja? Ist das so eine krasse Marke oder was? Das ist scheint, das ist so halt so, du bist kein Connoisseur, wenn du den Film nicht über alles hochlobst. Ich finde, das ist ein guter Film. Aber da waren so einige Schwächen bei, wo ich einfach nur sage, oh boy, Leute. Ernsthaft? Ja, okay. Wollte ich mir noch ansehen. Aber die Bilder waren wahrscheinlich ja, cool. Ich wollte gerade sagen, es ist von dem Typen, der Blade Runner 20 naja. Dings gemacht hat. Hat er nicht auch Arrival gemacht? Ja. Und Arrival liebe ich. Also deswegen, dass es gut aussieht, war ja schon klar. Und Blade Runner fand ich auch cool. Blade Runner fand ich auch sehr cool. Ich mochte die Bilder von Blade Runner halt ein bisschen lieber, weil ich das Setting auch schöner finde. Aber klar, gut, das andere ist ein Wüsten-Setting. Und es ist halt, ja, das Buch ist halt, hat eine Buchvorlage, die etwas älter ist. Mhm. Das heißt, viele andere Sachen haben sich schon davon inspirieren lassen. Weshalb es dann auch dementsprechend so viel Überraschung gibt. Verstehe. Was ja nicht schlimm ist eigentlich, ne? Weil der Film an sich, in sich geschlossen, ist ja auch gut umsetzt. Aber da sind dann auch wieder Sachen, wo ich denke, ach, nee. Ah ja. Ah ja, ja, ja. Mhm. Ich verstehe. Hast du Shang-Chi geguckt? Den fand ich auch nur okay. Echt? Richtig viele sagen, dass er richtig geil ist. Und ich bin ja nicht so der größte Superhelden-Fan. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, er ist nett. Also, ja. Ausnahmsweise mal was anderes am Ende, aber es ist schon wieder dieses, oh, wir müssen gegen eine seelenlose Armee kämpfen mit unseren color-coded Soldaten und, ja, am Ende. Okay. Kommt noch was anderes am Ende, aber ja, der Bösewicht ist ausnahmsweise auch nicht so böse. Verständlich, sagen wir mal so. Ja, nett. Immer nett. Ja. Ich habe jetzt übrigens mit Ted Lasso angefangen. Oh, und wie ist das? Das ist Hammer. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Natürlich ist das so ein bisschen cringy, wenn sie halt so in diese Fußball-Ecke dann gehen und auch wirklich Fußballszenen zeigen wollen. Mhm. So richtig, oder? ein bisschen trashy. Und worum geht's denn da überhaupt? Es geht darum, dass ein Football-Trainer. Football oder Fußball? Nee, Football-Trainer. Okay. Nach England geholt wird, um eine Premier League-Mannschaft zu trainieren. Der hat aber keinen Plan von Fußball, ist aber die netteste Person auf der ganzen Welt. Okay. Und darauf basiert es. Und das ist so eine richtige Goodfeel-Serie. Natürlich ist es jetzt kein Geheimtipp oder so, hat jetzt bei den Emmys richtig abgeräumt. Mhm. Aber ich habe es jetzt erst angefangen und es sagt, ey, so eine schöne, entspannte Serie. Sehe ich auch gerade überall, aber noch gar nicht reingeschaut. Ey, was das? Netflix, ne? Nee, Apple Plus. Aber wenn du eine PlayStation hast, PlayStation 5, ja, kommst du 6 Monate umsonst. Dadurch habe ich es auch bekommen. Okay. Also es gilt übrigens für alle. Zweite Staffel von Ted Lasso ist nochmal besser. Geil. Ich habe gestern mit der zweiten angefangen. Nur die erste. Ich bin eine Tomate! Kann ich dich Scheiben schneiden? Hey, Tomatoes!
Butz, butz. Guck mal, da ist wieder hier Purple Juice. Oh. Ah, ich muss, glaube ich, hier... Bom. 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 Ich finde es... Entschuldigung. Ich finde es richtig cool, wie sie die Mechanik noch immer weiter ausbauen. Ja. Also sind jetzt zwei. Du musst diese Becken. Becken. Ich mag es, eine Tomate zu sein. Warum bist du eine Tomate? Nicht fragen. Soße wegmachen. Nice. Nochmal, warum warst du eine Tomate? Ich hab's nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich hab kurz weggeguckt. Ich hab auch kurz weggeguckt und war eine Tomate. Wait. Alter, bist jetzt einfach Poison Ivy. Ja. Oh. Zerstör meinen Arm, Elias! Wo bist du? Du musst ihn zerstören! Wo bist du? Ich komm nicht ran. Ja, dann mach die Soße da unten doch weg, dann kannst du besser ran. Und jetzt mach das Ding kaputt. Okay. Ich kann's nicht mehr länger halten. Ich komme. Du musst mich vernichten. So. Oh, ich bin raus. Findest du witzig, ha? Good job, Dave. Can't rest yet. There's something growing out of her. I see that. Good. Okay, das kommt jetzt. We've come to save you. Please stop. Ich will wieder eine Tomate sein. She's not listening, Cody. Oh. welche Taste war nochmal ausweichen, Adi? Oh fuck, ich dachte, ich wär du. Passiert mir ab und zu. Den Käse jetzt hier weg, doch. Jetzt bist du eine Kartoffel gleich. Und damit schließt sich der Portalkreis. Holy shit. Ich bin eine Kartoffel. Mach Goo weg. Jetzt weißt du, wie sich 80% die Filme erfüllt. Fun Gag, komm. Komm. Oh oh, aufpassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes, yes. Nicht draufgehen. Ich erlaube es dir nicht. Oh je, du musst Gu wegmachen, sonst kann ich hier nicht voran. Oh je, Mene. Wird es jetzt eingedeutet? Oh. Ich gehe morgen mit dem Handtuch erstmal meinen Platz reservieren. Hm? Ich geh morgen mit dem Handtuch erstmal meinen Platz reservieren. Jetzt hör auf. Kartoffelgags sind auch so vor 20 Jahren wahnsinnig cool. Das ist wieder kein Kartoffelgag, das war einmal ein Gag. Moment. Leute, ist jetzt schon Ende? Nein, es ist nicht Ende. Es ist Werbung, Leute. Gleich. Liebe Regie.
Oder? Ich meine wohl Ende mit dem schlechten Gags. Oh, come on, so schlecht sind die nicht. Ganz kurz Pause. Da, ob ich neue Gags raussuchen kann, google die mal gleich. So, wir gehen ganz kurz in eine kleine Werbung und sind dann wieder zurück hier mit It Takes Two. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Hier mit It Takes Two und es geht sofort weiter. Wir sind hier mitten in einem Bossfight. Ja. Bossfights auch alle mega kreativ. Und es hört einfach nicht auf. Okay. Ah ja. Oh, oh boy. Vorhin war es noch einfach. Jetzt ein bisschen. Parkour. Oh, die Teller gehen noch kaputt, ne? Mhm. Ist auch ein bisschen schneller alles. Oh oh. Ja, ich sehe schon. Nur noch ein Schlag. Ich mit der Hüfte immer vorausspringe. Gut. Jetzt wirst du eine Limette. So, bin ich jetzt. Ich lasse es. Ich lasse es. Besser ist es. Ja, besser ist es. Ja, ist hinter dir. Mach hinter dir. Mach hinter dir. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst den Weg zu den Pflanzen freimachen. Komm sonst nicht hin. Du musst die Pflanze hier freimachen, nicht die gesamte Area. Wo ist die Area. Pflanze? Ja, dort, wo es hinspritzt. Siehst du es doch. Ach, von wo es kommt? Ja. Ich hab gedacht, die Barrieren musst du platten. Nee, nicht die Barrieren. Du musst den Weg zu den Pflanzen für mich freimachen. Ja, mach ich das wohl. Besser ist es. Ja, da ist noch eine. Bei vorne. Ganz rechts, okay. Wow, wow, wow. Oh, scheiße. Limettenangriff. Gut. Mein Gott. Jetzt ist aber auch mal gut. So, jetzt werde ich wieder. Ich gehe wieder in Joy rein. Yes! Töte mich! Ich muss erst mal. Töte mich! Schlag mir den Kopf ab! Wo bist du? Ich bin die Blume! So, du musst doch runterkommen. Alter, wie hat der ganze Tisch vibriert? Ja! Power! Wow. Sie ist gestorben, damit andere leben können. Warum schreibt der Nightbot, dass ich lost bin? Weil Global Enemies verlangt hat. Ach so, das geht mittlerweile, ja. Ausrufezeichen lost. Joy! Sie lebt! Are you okay?
Warum hast du mich vergessen, Cody? Thank you. Oh, don't thank me. I should have taken care of you. I'm sorry. No, I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. I do now. That's good. But it's not your fault. Wie asiatische Eltern, wenn es um die Rechnung geht. Nein, ich zahle. Nein, nein, ich zahle. Nein, nein, ich zahle. Ich habe schon gezahlt, als du auf Toilette warst. Partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going if she didn't believe in me? No one can take your dream from you. Conker's Bad Friday, Alter. Unless you give it up. Conker war ein bisschen anders. It's all up to you. Will you give it up again? Bei Conker's Bad Fur Day war ein bisschen mehr. Oh Gott, dieses Kind macht mir immer wieder Angst. Man hätte einen schönen cartoony Look nehmen können, ne? So diesen Pixar Dreamworks Stil. Nein, man versucht es so realistisch wie möglich zu halten. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Zu wenig Zeit oder so. Ich glaube, da ist viel mehr Geld reingeflossen, wenn sie jetzt so einen abstrakteren Stil genommen hätten. He loves flowers. Letter Beast Numero 3. And now, how? Number 4. Your purpose in life. Rule. Passion. Passion? Again? Na. That was Cody's passion. Now, jetzt kommen noch zwei solcher Welten, oder was? Nee, eine, oder? Passion? Oder glaubst du, danach kommt dann noch eine? Everyone has a passion. I know. Ich hab die Übersicht verloren. Yeah, singing. Oh, come on, Cody. What? I miss hearing you sing. It was mehr nice. Budget für Crazy Level anstatt Creepy Tochter. Ja, fair. Ist fair, ist okay. Tochter kommt nicht so oft vor. That doesn't mean you have to give it up. Cody's right. Und Mr. Mies Fies recht. Mhm. You give up part of yourself. Nächste Welt ist auch geil. Papa Geilon. Geil. Get ready to find the last piece of the letter. Lass mal so ein Cutscene-Karaoke-Battle machen. Jeder von uns muss Dr. Hakim synchronisieren. Oh, nee. Und der Chat entscheidet, wer der Beste ist. Wie viele Spielstunden hat man bei dem Spiel ungefähr? Ey, ich gehe von mindestens 15 Stunden aus. Ich glaube, es waren 12. Glaubst du? Ich habe mit Sandro drüber gesprochen, er meinte, er hat 12 Stunden gebraucht. Ich kann das mal nachgucken. Come on, May. He won't give us the last letter piece unless you sing. You just get up on that stage and you show him what you've got. That's not a stage. It's my old record player. You're right. But you two will turn it into a proper stage. We need lights, speakers, microphones. Look, I'm not gonna sing a single. Hier steht Main Story 12, wenn man alles machen möchte, 15 Stunden. What the fuck? Ach, okay. May, you sound great. She sure does, Cody. And you will help her find her voice again. Alter, du bist jetzt einfach Captain America. Ein Crashbecken. Now, go and find some speakers, lights and mics. Sind wir jetzt auf dem Dachboden? Hey, May. Irgendwie schon, ja. Still got it. Okay, let's prep the stage. Guck mal, hier ist versteckt irgendwas, glaube ich. Eine Carrera-Bahn. You have a great voice. Not anymore. I won't sing and make a fool of myself. Oh, warte, hier ist ein Rennen. Relax. Carrera-Rennen. You're the greatest fan, remember? Ages ago, yes. Now, not so sure. Don't worry. I promise not to laugh. Kennen so. Okay. Very encouraging. Oh ja, das ist ein Gegner von Mario Party. Ich bin noch nie Carrera-Bahn gefahren. Noch nie? Mm-mm.
Ich hatte eine gehabt. War eine 8. Zu doll gedrückt. Also man muss aufpassen, dass man nicht... Aber es ist ein ziemlich cooles Konzept. Upsala. Watch my breakneck speed. Boring. 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 Okay, you won, but you were definitely. Ja, lass mal nochmal. Das hat Spaß gemacht. This will be over in a snap. Das ist nicht einfach. Naja, vor allem wird die Map auch stellenweise von der Map verdeckt. Ja. Keep up, Cody! Ich fall immer raus, wenn die Map von sich selbst verdeckt ist. Looking a little slow there, May. Versuche die ganze Zeit eine Geschwindigkeit zu halten. Echt? Ja. Aber so ist doch Leben. Macht doch keinen Spaß. Naja, ich gewinne. Das ist ein Risiko. Na gut. Aber witzig. Hast du das mal als Kind gehabt? Ja. Aber nur eine 8. Also ist wirklich eine ganz kleine Strecke gewesen. Ah, okay. Ich hab die immer noch, die Carrera-Bahn. Echt? Ja. Guck mal, Backstage. Backstage. Oh, was ist das denn hier? Ich kenne sowas nicht. Ein Relikt der Vergangenheit. Das sieht ziemlich cool aus. I'm the simple superhero. Why didn't I get a shield? You got the greatest weapon of all. Your voice. Trade it anytime. Your voice is powerful, May. Yes. Never forget that. Du bist wie Black Canary oder Banshee. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Nice one. Fußroda! Ach, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen, dass man im Spiel schreien musste. Ja, ich glaube, du musst die Wand nochmal anschreien, ne? Da oben. Also, ja, aber es bringt halt nichts. Du musst vorher irgendwas machen, glaube ich. Was ist hiermit? Ja. Nochmal. Achso, du hast eine beschränkte Munition. Check mal hier. Jetzt witzig, dass er singen steht. Schreit sich so. Stimmbänder im Hals raus. Vielleicht kannst du mich ja anschreien. Nö. Also ich kann da nicht mit interagieren. Gedrückt halten funktioniert auch nicht. Nee.
The fuck? Du warst zu nah dran, weshalb es wohl nicht funktioniert hat. Nee. Ich habe einen anderen Fehler gemacht. Ich habe anvisiert. Wenn ich nicht anvisiere, singe ich ganz normal. Ach so. Und wenn du anvisierst, dann machst du wirklich deine einzelnen Fußrodos. Genau. Oh, warte, muss ich abkühlen mit singen. Sing. Komm näher ran. Weil deine Stimme so cool ist. Oh, you're gonna die. Oh, ach so, ich hab ja... hab ich vergessen. Deswegen fang nicht zu früh an. Warte doch mal ab. Komm, schnell. Jukebox. Hast du dir die Videos zu der Switch OLED angeschaut? Was sie erschienen sind? Wow! Ja, habe ich mir angesehen. Ist schon cool. Ist schon cool, finde ich auch. Aber ich denke halt so einfach. Ja. Reicht mir leider nicht. Viel teurer. Das ist für mich irgendwie das nicht erklärt. Oh, ich glaube, du musst ja noch rüber, oder? Wie kann ich dich da rüber? Ich glaube. Ich kann das. Ich meine, für Leute, die sehr viel Handheld spielen, macht das schon Sinn, finde ich. Ja. Weil der Bildschirm einfach so viel besser ist. Mhm. Aber. Meine Switch ist halt noch relativ fresh. Und ich spiele die Spiele eigentlich ziemlich gerne auf dem Fernseher und manchmal leider nur im Handheld, ja. Also im Handheld eigentlich nur, wenn ich im Urlaub bin oder so. Ja. Deswegen hat das für mich keinen so großen Sinn gemacht. Wenn es aber eine Pro gibt, das ist wieder was eine ganz Pro anderes. Ist ein ganz anderer Schnack, Mann. Also, ich würde eine Switch Lite jetzt, Switch OLED auch nur holen, wenn ich meine alte eintauschen kann. Aber die werden wir uns auch im Game Talk jetzt kommenden Montag ansehen. Wow. I wish my grandpa could see us now. He'd love it. Or hate it. He always told me to be careful. The love of his life. Second to Grandpa. They were the sweetest couple. Yeah, I miss them. Grandpa, you can hear me? I promise not to ruin it. Nein. Nicht drauf, Gimlon. Hast du Star Wars Visions mittlerweile angeschaut? Nein, leider nicht. Aber weißt du, was ich mal kurz ausprobiert habe? Was denn? Genshin Impact. Du hast Genshin Impact gespielt? Ja. Und? Ich weiß es nicht, ey. Was ist das hier? Ich bin am Anfang auch nicht warm geworden, aber das braucht ein bisschen. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Ich glaube, voll viele Leute finden es Hammer. Aber du hast halt so viel. Also ich werde halt zugemüllt schon fast mit irgendwelchen Aufgaben, mit irgendwelchen Kristallen, von denen ich keine Ahnung habe. Okay. Ah, ja. Aber was ich sagen muss, es fühlt sich halt wirklich echt gut an. Du musst schießen. Naja. Also die Kämpfe sind geil. Fühlen sich immer crunchy an. Mhm. Aber die Charaktere sind mir so ein bisschen zu waifu. Und Husbando. Was? Und Husbandos. Vernachlässige nicht die Husbandos. Ja. Ja, ich glaube, ich kann mit dem Style halt nicht so viel anfangen.
Aber ich finde es bemerkenswert, wie gut sich das Spiel anfühlt. Und es kostenlos ist. Ja, ja. Also du kannst es, ich habe kein Geld bisher dafür ausgegeben und ich habe jetzt auch schon einige Stunden reingesteckt. Bin noch nicht so weit wie viele andere und es kommt immer noch weiter Content. Das finde ich halt auch ziemlich krass. Oh oh. Habt ihr Interesse an Nickelodeon All-Star Brawl? Willst du das erzählen? Wenn wir nächste Woche spielen. Ja. Also heute in genau einer Woche mit Flo Varion und Leon von Bungeba, oder? Richtig, die kommen vorbei und wir spielen das alle hier gemeinsam. Okay, ich glaube, du brauchst noch den anderen. Das musst du irgendwie platzieren, glaube ich, irgendwo. Ja, ich weiß schon. Ja, ja, klar, ich verstehe es. Ja? Ah ja, okay, verstehe. Ja, ja. Ich habe kurz reingeschaut. Es sind 21 Charaktere. Ja? Muss man irgendwas freischalten? Nee. Wow. Was ein bisschen befremdlich ist. Keiner der Charaktere ist vertont. Hm. Kein einziger macht ein Geräusch. Good work, both of you. You've earned the speakers. Great. Ich habe überlegt, dass wir da noch, wenn wir bei Nickelodeon sind, dass ich noch das Kartspiel uns hole. Witzig. Rüber wechseln. Ja, das wäre cool. Oder wir spielen halt Smash und gucken uns hier Sora und so mal an. Ja, oder so. Also wir haben nächste Woche einen etwas längeren Slot. Also 3 Stunden. 3 Stunden, ja. Deswegen freut euch darauf. Ich hab da Bock. Ja. Aber du musst uns, glaube ich, schützen. Nicht? Stark. Moment, ich einfach alles anschreien. Ah, ich sehe. Ich sehe hier was. Du musst... Oh, Sora kommt leider erst am 18. Ah, 18. Schade. Aber wir können uns alle anderen Charaktere mal anschauen. Ja, das ist schon. Oh nein! Oh. Nach vorne, glaube ich. Ja, du musst machen. E. Ah. Alle verschiedene Farben. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich es doch. Oh, doch in die andere Richtung. Ah, okay. Da kommt eine Schockwelle raus. Deswegen musst du D machen. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich verstehe das. So, jetzt. A. Ah. Das ist eine witzige Idee. So, jetzt D wieder. Jo. Hammer. Echt gut. Hey, it's so scary. Superheroes don't get to be scared. Ja. Gimme the D. So ein bisschen so ein kleiner Überraschungstitel. Dieses Nickelodeon-Ding. Macht's dir Spaß? Ich habe nicht viel reingespielt, weil ich das nicht vorwegnehmen wollte. Ja, finde ich auch gut. Ich habe nur kurz reingeschaut. Was ich schon mal negativ sagen kann, ist, die Ladezeiten pro Level sind mega lang. Schade. Und ich habe das Spiel auf dem PC installiert. Wir können hier hoch. Kommst. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen Bock auf Smash. Lass uns das dann auch ein bisschen spielen. Ja, ich nehme einfach alles mit und dann können wir es mal anschauen. So, was geht jetzt? Komm zu mir. Wir können hier hoch. Wo bist du? Da vorne. Ah ja. Oft genug erwähnt. Ist echt gut. Es ist wirklich einfach ein Hammerspiel. Und es ist, glaube ich, nicht mal ein teurer Titel, ne? Nee. Hi-Hat hoch.
Auf jeden Fall kein Vollpreis. Ich glaube, da zum Keyboard. Ey, wirklich einfach nur Respekt vor den Leuten, die das entwickelt haben. Oh. Da muss echt eine Menge Liebe reingeflossen sein. Beide gleichzeitig? Ah, warte, ich muss. Alter. Geile Idee. Oh, das sieht... Das sieht richtig gut aus, Mann. Ja. Das sieht wirklich richtig gut aus. Now you saw. I know how to turn knobs. Sind wir in einem Kino? Ah, oh! Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen mit dem Strom. Ich hab nicht drauf geachtet. Ist hier runter. Muss meine Murmel doch ein bisschen boah, mein Denkmurmel. Was ist das denn? Okay, okay. Oh, warte. Alter, wie cool! Oh! Hä? Ich muss gerade überlegen, was ich da drehen. Was ich da mache. Also erstmal blau. Blau verändern. Genau. Ja. Ja, und jetzt. Nein! Ja. Warte. Jetzt rot. Ja, 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 ja. Oh, okay. Geil. Einfach nur Hammer. Gute Idee. Achso, ja. Und jetzt nach rechts. Jetzt wieder nach links. Hey, Mann. This is good. Mhm. This is a good game. Recording. What's that? Is it a microphone? I think so. Okay, Captain America, kommen Sie schon drum? Okay. Ein Soundbooth. Okay, so scheiße singe ich auch wieder nicht. Rein. Du musst das Ding anschreien. Du musst das Ding vors Radar an. Leave me alone. Kannst du es? Nee. Oder musst du die ganze Zeit trällern? Hm. Ah, jetzt. Du musst die ganze Zeit... Ui, was ist das? Das erinnert mich so ein bisschen an Transistor. Hast du das mal gespielt? Transistor? Nee. Das ist das Vorgängerspiel von Hades gewesen. Ah, von Supergiant Games. Hattest du auch so eine Mechanik, wo du auf Knopfdruck singen konntest? Auch ein Roguelite? Nee. Das ist so ein
rundenbasiertes Actionspiel. Okay. Ja, klingt interessant. Mit einer richtig schönen Story und einem geilen Style. Und Hammer-Soundtrack. Also, spielt bitte Transistor. Geiles Spiel. Sing, sing! Ich singe für dich. Nein! Wann immer du willst. Warte, warte. Oh, oh, oh. Wenn du singst, beruhigst du sie. Okay. Wow! Sing, du bist. Die habe ich nicht gesehen. Nennt man sowas? Hä? Schlangen. Schlangen. Dude. Was möchtest du mir sagen? Typen, die auf einer Flöte spielen, um Schlangen zu beruhigen. Gurus. Keine Ahnung, Schlangenbeschwörer. Oh. Ich warte auf dich. Schlangenbändiger? Heißt nicht Schlangenbändiger? Schlangenbeschwörer? Das klang irgendwie. Oh, Alter. Dude. Ja. Schlangenbändiger klang so ein bisschen merkwürdig. Beschwörer klingt auch so merkwürdig. Deswegen dachte ich erst, sie heißen anders. Warte doch auf mich! Ach so, ja. Stimmt. Aber keine Sorge. Die Blicke sind alle nur bei mir. Verdammt, Sims. Das. Da hab ich ein Problem. Ich komme, ich komme, ich komme. I'm already dead. Ja. Mach ich. Du musst ihn nochmal beschwören. Hä? Du musst das Tor da öffnen. Also, aber ich hab doch die ganze Zeit gesungen. Keine Ahnung, das Ding da öffnet sich ja nur, wenn du singst, aber. Aber ich hab das gesungen. Ja, ich weiß nicht, warum es sich verschlossen hat, aber. Mag der meinen Gesang nicht, oder was? Ja, wird dran arbeiten. Alter, wie kann der mich aus der Luft fischen? Du hast nicht gesungen. Warte doch mal. Schwieriges Publikum. Ja, jetzt hab ich gesungen und der fischt mich trotzdem aus der Luft. Go. Okay, let's go. Warum? So, jetzt. Jetzt. Schloch. Almost run out of breath there. Whoa! What was that? Ja, ich mag die Verfolgungsjagden. Diesmal andersrum. Das ist jetzt cool. Das sieht auch so gut aus. Spiel, was machst du? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist doch so gut, dass es mit Perspektiven spielt, ne? Ja. Oh, oh. Das ist nicht monoton von der Perspektive her. Wow. Alter, ey, das ist wirklich einfach nur Hammer. Es. Shadow of a Colossus. Weiter. Shit. Alles gut, alles gut. Ich renne noch weiter. Ich lebe noch. Ey, Alter, bist du dumm oder was? Nicht rechts rum. Hier bin ich doch, hier bin ich doch. Ich wollte es nur testen. Ja, ich hab's gesehen. Ich find's auch mega witzig, wie Cody rennt. Es hat wirklich sehr viele Ähnlichkeit mit mir. Ja. Es spielt halt immer mit Perspektive. Wobei die es hier sogar mehr machen, finde ich. Ja. Sogar verschiedene Perspektiven. Bei mir ist es ja immer, ja, mal so, dann top-down, mal von der Seite. Was a little too close for comfort. Hi! Great work with that microphone! Microphone? That was a humongous snake! That almost killed us! Well, you're still breathing, and you earn... Boo!
The microphones! Congratulations! Yeah. Congratulations! Now, only the lights are lit! Keep on going! Hat er sich gerade weggefurzt? Mhm. Okay. Ja, ja. Geil, ein Soundboard. Hey, I played with these a bit when I was younger. Yeah? Well, show me your skills then. Well, you try too. Alter, bauen wir jetzt ein Beat oder was? Music together. All right. Okay. Let's make a hit, yo. Oder müssen wir einfach alle nur leuchten lassen? Wir müssen alle zum Leuchten bringen, glaube ich. Ja, alle. Let's go! Ich fühl's. Ilias, willst du noch? Hä? Du willst alle Knöpfe drücken, ne? Achso, ich hab gedacht, wir müssen das machen. Nee, das Tor ist schon offen. Lol, okay. Alter. Guck dir die Lichteffekte an. Guck dir den Boden an, wie es reflektiert. Alter. So könnte Mario Kart mal aussehen. So könnte es mal aussehen. Mhm. Wenn es nicht auf der Switch läuft. Verdammt, seist du Nintendo. Ja, aber Mario Kart 8 sieht doch gut aus. Ja, aber es könnte besser aussehen. Das stimmt. Alles könnte besser aussehen. Oh, May, look, that spotlight must be for you. No thanks. Come on, May, you deserve to be in the spotlight. No, Cody, I prefer to control the spotlight. Now get down there. Okay. I guess it's my time to shine. Jeez. It's really dark in here. Du musst mich. May? Hey. I can't see. Oh. I've got you covered, Cody. Keep going. Oh, ich krieg Schaden. Oh. We're making progress. Hey. Can I get some light here, please? Ich weiß nicht, wo ich... Achso. Hey! How about our collaboration? rechts rum? Wo, rechts? Nee. Hey, hey, hey! Light's on me! Doch. Okay, und wieder zurück. Hey! You sure you got this? Trust me, I can handle it. Oh oh. All right, I trust you. Alter, das ist echt cool, Mann. Okay, okay. Erstmal links. Kann ich nicht. Dahin? Okay. Da müssen wir mit dem Grün hin. Was gibt? Bewegst du mit? Nein! Jetzt muss man wieder hellicht. Rechts. Ja. Schnell. Schnell rüber. Jetzt. Hey! Ja, komm mit! Ja, ich geb das Tempo an! Niemals! Hey! I see a light switch! Woo! Alright! My amazing coaching has made you into a stronger team, my friend!
You have earned the light! Oh, shoot. Ah! Der sabotiert uns! Ah! Oh, hey, May, look! Looking good! But what else do we need? Oh Gott, jetzt kommt noch ein cheesy Song. Jetzt kommt ein cheesy Song. Come on, May. It's the love to sing. No, it was just a silly hobby. No, it wasn't. Oh nein, das auch. Nein, 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 nein. You used to sing in front of a lot of people with, like, musicians and stuff, remember? Ha! Thank you, Cody! That's what's missing, musicians! Now! Yeah! Go and find an orchestra! Ja, das auch noch. Can you not encourage him, please? Okay, okay. If you sing. Was ist denn hier? Ist hier ein echtes Schachspiel? Oh Gott. Oh, is this thing still here? Ich kann gleich Schach spielen, Elias. Ich bin hier erstmal auf dem Karussell. Ja, ist vielleicht besser, wenn wir es nicht machen. Wir blamieren uns dann nur. Simpler times. Music and one. Reise nach Jerusalem. Let the games begin. Hey, May. Wo bist du? Das Battle Royale für die Kinder, ganz oben. Oh Gott. Okay. Was ist das? May, don't chicken out. Ich komm doch. Beruhig dich. Was hast du geöffnet? Was hast du getan? Keine Ahnung. Oh, is that all? Okay. Oh, I was the best at this in school. I bet you were knocked out first. Oh, you'll see. Was muss man drücken? Keine Ahnung, irgendeine Scheiße, glaube ich. Hä? Zu früh! Du hast zu früh gedrückt. Okay. Ist das immer eine andere Taste? Nur B war es jetzt. Ah, es ist eine andere Taste. Mm. Ah, okay, das macht es natürlich schwieriger. Okay. Okay, da müssen wir auch drauf achten. Matchball für dich. Hui, okay. Okay. Game of Thrones. Wer wird gewinnen? Fuck, die falsche Taste gedrückt. Nein! Yes! Nein! Auch nach Jerusalem. Ja. Okay. Durch geht's nicht nach Jerusalem. Ich geh in die Ecke und schäme mich. Das ist witzig. Das ist witzig, ja. Die Minispiele sind hier echt gut. Größtenteils. Es gibt ja auch einige Ausfälle, wo ich auch nur denke, boah, das ist einfach nur unfair für die eine Person. Aber, ja. Zumindest sind da so viele Optionen drin. Karussell war das im Spiel? Oder willst du jetzt zum Schachbrett? Das war, du kannst dich nur draufsetzen. Okay. Hier kann man jetzt so richtig Schach spielen, oder? Ich glaube nicht, dass das ein ganzes Schachspiel ist. Oh, this was my very first one. And it's not trying to kill us this time. Alter, du kannst hier wirklich Schach spielen. Oh nee. Wir machen jetzt kein ganzes Schachspiel. Das schaffen wir nicht. Ja, komm. Dann machen wir. Hier sind sogar die Regeln. Echt? Ja. Kann man, du bist mal hier in den Take-Two machen. Du meinst die Lach- und Schachgeschichten. Ach ja, stimmt.
Wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Was ist hier? Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen ein Orchester suchen. Du bist da wahrscheinlich. Du hast ja vorhin eine Taste aktiviert. Hier. Okay. Noise. All this stuff brings back some good memories. I bet. Hey, is that your old piano? Yeah. Let's see if it's still in tune. Alle meine Entchen. Hier. Ja. Ja, das ist nicht so einfach. Hä? Naja. Ja, Bruder, ja. Hier geht's in den Flügel rein. Ah, okay. Oh, was hast du getan? Du musst auf die Flöte. Bitte? Okay. Bin auf der Flöte. Okay. Ein bisschen zurück, oder? Hoppa! Okay. Bam! There we go! You can cross now! You're welcome! Excellent! Let's go! Hoho! Ein Akkordeon! Okay. Okay. Ich glaube, du musst uns schützen, oder? Oh. Komm. Follow me. Lead the way. Warte, warte. Okay. Nein! Nicht vor mir! Oh nein! Nein. Alter, was? Du musst zurück. Ja. Ungeduldiger Elias war ungeduldig. Ey, du warst nicht vor mir. Hey, du hast nicht vor mir zu rennen. Du bist hinter mich gerannt. Kann man sich im Stream nochmal angucken. Ja, ja. Ruhig zurück. Wir gehen links rum. Nichts mehr. Roter Winkel, ne? Ja. Oh, warte. Nein, ich dachte, da wäre ein Spot. Geil. Also, ich glaube, wir müssen beide Seiten irgendwie bespielen, ja, ja. Damit du ich musst das abwechseln machen. Ja, ja, beide Seiten bespielen. Los, springen. Ja. Egal, reden. Sehr gut. Jetzt muss es gehen, ne? Was ist da? Ich dachte, du wärst runtergefallen. Quatsch. Elias doch nicht. War gerade live dabei, wie Elias geflunkert hat. Hab schon gesehen, Elias hat recht. Sneep Snoot. Elias liegt. Wir sind tot, wir sind im Himmel. Rays of light, organs. I guess we must be in heaven. There's even an orchestra pit. Yeah, but where's the orchestra?
Hello? Anybody there? They must have gone home for the day. Let's just cancel the whole thing. No, 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 May! You have to bring the orchestra to your concert! But... Krass, die Session ist schon wieder rum. Look! Das geht voll schnell. Wie lange geht dieses Spiel? Kidnapped by the devils. Devils? In heaven? Oh yeah, makes total sense. Right, huh? Exactly! But now, you have to go and save the orchestra! Go? How? We can't walk on clouds. Aha! Yeah! Jetpacks! Woo! Now you can. Go, go, go! Hey, Cody! Do you see these floating notes all around? Yeah, let's find out what they're for. Okay, ich sammle die alle rechts ein. Come flying like an angel in heaven. Yeah. The musical notes are connected to the doors. So, so. All right, just a few more bubbles to pop. Once you pop, just a few more bubbles to pop. Ja. Ich meine, da schon alle. Oh, da ist noch eins. Da ist noch ein Bubbele. Da ist noch ein Bubbele. Okay. Got it. Ach, wir müssen beide gleichzeitig. Okay, ich komm zu dir. Nee, hier bin ich auch. Hä? Wir müssen beide gemeinsam eine Tür öffnen. Ja. Ja, deswegen meine ich, ich komm zu dir. Ja. Auf geht's. Ich war gerade auf der anderen Seite. Damit meine ich, das meinte ich. Damit. Auf geht's. Ach, yes. The orchestra. Höllenhunde? Devils, yeah. We're gonna need to borrow that orchestra that you got locked up in there. We will never let them out. Okay, that's annoying. Let's get those keys. Lass die Katze noch seine Lauf. Das war ein okay. Das okay. Das war's erstmal, ne? Leute da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Jetzt geht's weiter mit Geo-Battle. Gunnar und Lars, wenn ich mich nicht irre, werden sich wieder gegenseitig battlen und schauen, wer mehr über die gute alte Welt weiß. Wir sehen uns nächste Woche wieder, nicht mit It Takes Two, sondern mit Nickelodeon All-Stars Brawl und mit Varian und mit Leon von Bonjour. Das wird geil. Eine wilde Fahrt. Seid bis dahin dabei und auch jetzt hier bei Geo-Battle. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.